Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Falls sich meine Stimme nicht ganz gut anhört, es ist noch schlimmer geworden. Schön verschleimter Hals und alles. But the show must go on. Von daher, ein bisschen aufnehmen kann man ja trotzdem. Wir haben hier ganz schön viel Kupfer. Okay, was tun wir nun? Wir haben hier angefangen, Öl vorzubereiten, was nicht so einfach ist wie erwartet, leider, weil hier alles schon zugebaut ist. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Nein. Himmel, Arsch und Zwirn! Nicht schimpfen hier. Wir werden halt ein paar Häuser weichen müssen nachher. Hier kommen wir auch noch rüber. Aber da brauchen wir noch mehr Brücken und die Brücken sind außerdem sehr teuer. Geht sich noch nicht mal jetzt die Brücke aus. Kostet ohnehin schon Stahlträger zum Bauen und die Brücke dann noch dazu. So könnten wir das machen. Okay. So irgendwie wird das dann gehen. Beton bekommen wir so langsam. Wird eigentlich hierher geliefert. Und wir haben mir fehlt noch einiges an Material. Ja, wir haben zu wenig Wolle. Hurra. Also Baumwolle. Sollte ich jetzt schauen, wegen Zement. Zement haben wir eh viel. Brauchen wir sonst noch irgendwas dafür? Ich glaube nicht, ne? Ach doch, Eisen für Stahlbeton, genau. Also, Stahl. Wir brauchen noch mehr Stahlträger, wir brauchen noch mehr Fenster. Warum haben wir keine Fenster mehr? Haben wir so viel Gebäude verkauft, wurden oder? Zum Raub der Flammen. Oh. Erledigt. Das Warnsymbol kann wieder weggehen und ich habe gesagt, löschen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Aha. Hurra! Ja, von mir aus. Ah, das ist dann hier. Höhere Reichweite von Kirchen. Okay. Und wir haben hier ein Rathaus. Machen wir das gleich mal. Zusatzeinkommen. Why not? Sollte der Himmel nicht jeden Tag azurblau. Ja, ja. Bringt uns etwa 300 mehr. Zufriedenheit, Attraktivität, bla bla bla. Dauert fast eine Stunde. Neue Befehle? Der bringt nur Zement, du bringst gar nichts. Und hier auf der Route ist nur ein Schiff, nur ein Clipper. Da sollten wir einen zweiten einrichten. Oder vielleicht eine Fregatte. Probleme mit Piraten aus dem Weg zu gehen oder besser gewappnet zu sein. Oh Mann. Warum muss ich mitten im Sommer krank werden? Die beste Zeit dafür. Money, money, money. Hier kann sich meine Seele entfalten. Hurra. Ja, mit dem Pelzmantel hapert es noch ein bisschen. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Ja, ja, nicht. Aber ich wette doch nicht. In die Takelage! Spielstand gespeichert. Yay, danke. Wow, so. Gespeichert. Wir helfen, wo wir können. Du hast nichts an Bord, dann komm wieder zurück. Wir brauchen hier noch allerhand Zeug. Wir brauchen hier jede Menge Stahlbeton.
Aber Zement können wir hier schon abbauen. Okay. Dann werden wir das mal tun und eine Handelsroute dafür einrichten. Wir haben ja bereits eine Zementroute, die kommt aber. Die kommt von hier, das heißt, wir werden das ja noch mit einbinden. Sie trauen mir nicht. Nun. Nein, wieso soll ich dir trauen, hallo? Bist du wahnsinnig? Da ist das Schiff. Das verlässt gerade den Hafen scheinbar oder so. Neue Befehle? Der hat nicht so viel Zement mit. Das heißt, wir können hier ruhig noch was Zusätzliches auf die Route setzen. Nein, nicht einladen, bitte. Danke. Na, was sollst du wohl einladen? Zement. Dankeschön. Räder ab. Wir helfen, wo wir können. Nein. Offensichtlich nicht. Nee, er fährt einfach zurück. Na schön. Warum ist es ein orangener Punkt? Hat das was zu bedeuten? Kann man nicht wirklich sehen. Die Erzadern und Schiffe sind auch super dargestellt, ne? Achso, das sind jetzt die Erzadern. Aufgabe, das ist eine Aufgabe offensichtlich. Ah, da ist sie. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Das sehe ich genauso. Ob dieses Problem gelöst werden kann? L'Université. Wo ist die Uni dann? Okay, sie ist offensichtlich drauf. Sagen wir mal, das ist die hier. Ein ausgezeichneter Katalysator. Weniger Arbeitskräfte erforderlich. Und zwar für wen? Für die Brillenfabrik. Die werden wir nachher eh hierher bauen, soweit ich weiß. Genau. Okay, Messing kommt hierher, Glas haben wir sowieso genug. Das heißt, wir pflanzen dann hier die Brillenfabrik hin. Vielleicht sogar zwei. Und dann brauchen wir so ein Dingsbums, eine Handelskammer. Da können wir den nochmal reinsetzen. Haben wir hier noch irgendwas anderes Brauchbares? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Tuchschneidereien. Mehr Produktivität und niedrige Brandgefahr. Mehr Produktivität, Ersatzarbeitskräfte. Weniger Unterhaltskosten. Also nur die Schnapsbrennerei. Und die Brauerei. Das beeinflusst die Bäckerei. Mehr Produktivität, mehr Attraktivität. Schnapsbrennereien haben wir hier klar. Doch, wir haben noch welche. Weniger Unterhalt ist die Frage. Was kostet das Ding? 50. Was kosten die? 40. Ja. Bauen wir es halt hin. Wir haben das Zeug. Bei denen wäre es natürlich auch interessant. Die kosten ein bisschen mehr. Da wäre das sogar noch besser. Aber das ist hier wieder ein bisschen schwer hinzubauen. Das kriegen wir hier so leicht nicht gebacken. Schauen wir mal. Was sagen wir, machen hier ein bisschen was weg. Wie viel Platz braucht in so einer Handelskammer? Ein bisschen mehr noch. Hier wird sich das auszahlen. So. Verwaltungsangestellte. Wir haben wieder was Neues bekommen. Na bitte, das bringt was. 40 weniger und das sind 5. Sind wir bei 200, ne? An Einfluss gewonnen. Dem fehlt ein Feld. Den Sie haben an Einfluss verloren. Ja, ja. Den fehlt ein bisschen mehr. Spielstand gespeichert. Noch 5 mehr. Schiff vom Stapel gelaufen. 2, 3, 4, 5.
So. Damit hätten wir das auch. Zahlen wir gleich weniger. Und der Clipper dürfte auch schon da sein. Das Schiff ist gerade nicht da, offensichtlich. Auf geht's! Zweites Schiff beschleunigt es vielleicht ein bisschen. Ah, die haben hier wieder Zeug. Das brauchen wir dabei noch nicht bauen. Einsatzbereit! Oh Mann, mein armer Hals. Furchtbar. Haben wir hier eigentlich schon so... Ah, der Quay ist hier, aber den können wir noch nicht bauen. Also mit den Fenstern geht hier gar nichts weiter. Wir sind aber nicht auf einer Handelsroute. Hakelt sie überhaupt noch? Bisschen schneller bitte, ja? Okay, das sind nur zwei. Das ist ein bisschen wenig. Okay. Na, du kannst du mal weggehen. So. Noch ein Fenstermacher. Oder zwei, damit er was weitergibt. Hier haben wir Kupfer, das können wir mal abbauen. Das brauchen wir dann sowieso. Schlachtschiff schon hier, Schlachtschiff da. Grauer Wolf. Kugelfisch, haben wir schon einen Kugelfisch? Bin mir nicht sicher. Doch, Kugelfisch haben wir schon. Sorry. Achtung, Admiral anwesend. Wuchs haben wir, soweit ich weiß, auch schon. Ah, fürs Museum. Okay. Wunderbar. Vorsetzen. Wieder was Neues für den Zoo und fürs Museum. Wenige Ingenieure sind hier. 450 Ingenieure, aber nur... Achso, das sind die, die wir zur Verfügung haben. Was machen denn die anderen Ingenieure dann? Das sind Handwerker. Ach so, arbeiten die beim Stahlbeton? Ach, die Ingenieure stellen den Stahlbeton her. Okay. Okay. Wir brauchen definitiv mehr Stahlbeton, mehr Träger. Was geht das Material aus? Dann mangelt schon langsam an Kohle. Die Krankheit ist ausgebrochen. Uh-oh. Ja, wir haben hier eh Krankenhäuser. Wir haben hier drei Krankenhäuser in der Stadt. Die werden das schon packen. Wir packen das schon. Jetzt nehmen wir hier. Wir kümmern uns erstmal um Kohle. Wir brauchen Kohle. Kommt hier ein Köhler hin. Und hier ein Köhler. So. Und so. Sieht so mit der Stahlproduktion aus. Man sieht leider nicht wirklich, wie viel hier produziert wird pro Zeit. Das wäre sehr praktisch. Das wäre eine sehr wichtige Information, um halt das in etwa hinzubekommen, dass man richtig, dass man genug produziert. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Können wir das hier noch machen? Haben wir Schweine übrig? Oh ja, wir haben Schweine übrig. Der braucht eine Minute. Also brauchen von denen zwei und von denen nur eins. Wir brauchen aber mehr Leute wieder. Und jetzt brauchen wir halt noch Stahlträger. Tada, da haben wir es auch schon. Wunderbar. Und der wird halt wahrscheinlich mal bald ein Upgrade brauchen, weil ich denke mal, der wird in den Trubel hier bald untergehen. Wobei es offensichtlich dabei noch nicht so der Fall ist. Ah doch, da wartet schon einer. Gleich noch einer. Beeilt euch bitte mit der Kohle. Ich bin auch überfordert.
Wir benötigen einfach mehr Stahlträger. Das heißt, wir brauchen hier auch deutlich mehr Leute. Fuck. Jetzt haben wir zu wenig Bauern. Brauchen wir wieder mehr Bauern. Die wir kein Holz haben. Sollten wir aber eigentlich schon längst alle Annehmlichkeiten haben, die sie so brauchen. Okay, da ist kein Wirtshaus. Das lässt sich aber noch einrichten. Geringe Aufstandswahrscheinlichkeit, das ist gut. Schicken wir mal die Fregatte zurück. Wir brauchen hier mehr Holz. Wir brauchen hier viel mehr Holz. Hier geht noch immer die Pest um. Los, los, mehr Ärzte, mehr Ärzte. Neue Befehle? Mit dem größten Vergnügen. Ah, mehr Bewegungsgeschwindigkeit für Dampfschiffe. Handelspreise, Rathaus, mehr Zufriedenheit. Warum nicht? Ach so, der kann das nicht kaufen. Mist. Dumm gelaufen. Segel setzen! Oh Mann, ich hoffe, mein Hals wird bald besser. Das ist echt furchtbar. Meine Schiffe, du Skin. Wo ist denn der Zementdandler? Ich sehe das Schiff ja nicht mal. Ach, du bist das. Neue Befehle? Wind steht wie immer ungünstig, ne? Mann, bitte macht's doch mehr Fenster, das gibt's ja nicht. Ihr habt's doch alles, was ihr braucht, oder nicht? Ihr habt sogar genug Holz, bitte. Mein Gott, warum sind wir nur auf 99%? Ich kapier's nicht. Du jetzt halt weiter. Schätze mal, wir haben sonst nichts Brauchbares hier. Alle Nahrungsmittelerzeuger, falls ihr da drunter. Nö. Obviously not. Nee. Wie ist mit unserem Mehl? Wir haben jede Menge Mehl. Und hier sind die Bäckereien. Dann werden wir das auch mal nutzen hier, ne? Haben wir alle Bäckereien drin? Ziegelei. Bäckereien sind hier, okay. Perfekto! Sie haben an Einfluss gewonnen. Tata, mehr Attraktivität. Was haben wir hier eigentlich? Weniger Unterhaltskosten für 3% ausgezeichnet. Ganz nett, obwohl der Sand etwas zu gelb ist. Neue Ziele. Schön, dass du. Boah, sorry. Schön, dass die immer was zu meckern haben, oder? Auf Kurs halten! Ich muss meinen Hals wieder hinbekommen, das kann so nicht weitergehen. Warum gibt's ja nicht irgendwie so Aufstiege? Ich verliere langsam meine Vorbehalte gegen die westliche Medizin. Na, danke schön. Die Epidemie wurde besiegt. Yay. Aber natürlich. Sie ehren meine Familie. Na schau, wie wär's mit Handelsrechten? Wie in der Kunst schätze ich na, das schau, doch sicher doch. Zum guten Ton hier, ein solches Angebot nicht auszuschlagen. Setzen Sie Ihr Schmierfett etwas sparsamer ein, ja? Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Dankeschön. Ich schieb dir deinen Porzellantarn dorthin, wo keine Sonne scheint. Wie freundlich. Gespeichert. Nur von den besten Eltern. Ei. Ah, da kommt da schon wieder ein bisschen mehr Zement an. Wobei ich mir denke, Zementprobleme haben wir eh keine, oder? 137, nee. Ah, endlich.
Mehr Stahlbeton für uns. Bewegt euch. Los. Wow, das gilt hier für alle auf der Insel. 3% weniger Unterhaltskosten. Trotzdem verdienen wir so wenig, ne? Nicht schlecht. Oh ja. Naja, wir können ja mal anfangen, langsam die Gleise zu bauen. Machen wir das lieber von hier aus. Ja, auf zu großer Distanz kostet es gar nicht so viel, wie mir scheint. Jeder ist hier. Die Leute sind sicher begeistert, wenn der Zug hier außen vorbeifährt, ne? Können wir jetzt da eine Brücke herbauen oder nicht? Nein, können wir nicht. Wir können es bis hier hinbauen, aber die Brücke ist leider so teuer. Das ist 40 Stahl. Okay, jetzt kommt hier mal weg, oder was dazu? Durch, weil wir zu wenig Leute auf einmal. Was ist denn euer Problem gerade? Oder passt euch nicht, dass der Zug vor einem Fenster vorbeifährt? Irgendwie mehr auf einmal auswählen. Warum geht das nicht? Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Wir werden suchen. Das ganze Wochenende nur am Trinken. Gott, hat er ja auch nicht wirklich was gebracht, aber es schaut ein bisschen schön aus. So, dann müssen wir hier wieder ein paar upgraden. Also wollen die nicht so richtig. Ach, wegen der Schule. Weil die Schule nur hier ist in dem Gebiet. Okay, habe ich verstanden. Habe verstanden. So. Der Zug fährt hier weiter. Und dann später hier über der Brücke. Zu wenig Holz. Der Part ist ja schon zu Ende wieder, der Part ist schon wieder zu Ende. Schauen wir mal, ob wir noch mehr Leute bekommen. Sie mit ihren verrückten Ideen. Ach, sei still, es ist doch alles bestens. Was raunst's nun mal dumm? Schaut euch halt erstmal um. So, da observiert's aus. Gut, damit sollten wir dann hier genügend Leute haben. Also Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und beim nächsten Part. Da ist meine Stimme hoffentlich auch wieder besser. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ja, bestimmt. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie... Die Feder führt, das Schwert folgt. Genau. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Genau, er hat's geschnallt. Ihr Verhalten wirkt fremdartig auf mich. Ja. Sie haben an Einfluss gewonnen.